Hallöchen, hier ist das Stempeltierchen aus Leipzig. Mein Name ist Mandy und ich freue mich sehr, dass ihr zum neuen Video eingeschaltet habt. Ja, ich bespiele nochmal den Dienstag, einfach darum, weil ich habe hier drei Kreativsets da liegen, die ich euch einfach gerne zeigen möchte. Und ich will aber die Sonntagsreihe auch nicht unterbrechen, weil ich weiß, dass ihr diese Reihe einfach so sehr liebt. Deswegen habt ihr Glück und ihr bekommt mich halt nochmal am Dienstag. Aber ich will es euch halt auch unbedingt zeigen. Und ihr wisst, ich habe es noch nicht ausgepackt. Das ist der neueste Einzug, aber auf den bin ich tatsächlich am gespanntesten. Deswegen fangen wir mit dem als erstes an. Und das nennt sich Glitzernder Geburtstag. Da habe ich gerade weggemacht. Stand auf der Außenverpackung. Genau, es nennt sich Kreativset Glitzernder Geburtstag und ist ein ganz, ganz tolles Set. Ist für 28 Euro erhältlich und hier haben wir auch wieder mal ein Stempelset drin. Ihr wisst, wie das abläuft bei mir. Ich packe das mit euch zusammen aus. Wir gucken uns das zusammen an und wir machen auch, das war der Karton, machen zusammen auch ein Projekt. Also wir realisieren das Ding zusammen hier. Ja, ihr wisst ja. Und ich habe einfach Bock auf diese Sets. Ich mag diese Sets. Ich finde diese Sets halt auch immer super zum Verschenken. Einfach weil für Bastelanfänger oder auch für Anfänger, die sagen, Mensch, Stampin' Up, ja, habe ich schon gehört, aber hey, was ist das? Was kann ich damit anfangen oder so? Da finde ich die immer ganz gut. Wir haben ja das Stempelkissen Espresso. So einen kleinen Spot. Ich werde mein normales Espresso nehmen. Einfach, weil ich das immer benutze. Dann haben wir einen Stempelblock drin. Wir haben drin, das sieht interessant aus. Also wir haben hier diesen Stempelblock drin. Wir haben hier Kordel drin und das sieht aus wie Zahnstocher. Das macht mir ja schon wieder Panik. Hier vier solche Holzteile. Interessant. Und ein Stempelset. Gib mir mal ein Stück weißes Papier. Hurra! Du hast Geburtstag, viel Glück und Torte. Viel Glück und Torte war einfach der Spruch, wo ich einfach dachte, ja genau, das will ich haben. Und dann haben wir hier drinne drei solche Karten. Auch hiervon haben wir drei Dimensionals. Dann haben wir hier auch so Embellishments. Wir haben Umschläge mit Goldakzent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Umschläge. Ich würde mal sagen 6 Karten. Also 3 Karten in dem Stil und 3 Karten in dem Stil. Das heißt, wir machen auf jeden Fall 2 Karten zusammen. Und dann haben wir hier für Anhänger Sets. Huhu. Ihr könnt nämlich 6 Anhänger machen und 6 Karten. Dann haben wir hier diese Aufleger. Und Aufleger und Glitzer. Oh, das sind Kleber. Das sind Kleber. Das sind für die Kerzen. Und dann haben wir hier diese Glue-Dots-Punkte. Die kommen gleich in meine Kiste für die Claudia. Und jetzt muss ich kurz Pause machen. Tür hat geklingelt, ne? Das sind Aufkleber. Genau, und die Kleber bekommt immer meine Claudia, weil ich mag die nicht. Dann habt ihr immer noch hier ein Stück Pappe drin. Aufheben, wenn ihr mal Mini-Alben macht. Das ist sehr gut. Und ihr habt hier immer eine Anleitung drin. Also es sind 2 Karten und 2 Anhänger, die ihr gestalten könnt. Und natürlich gestalten wir jetzt beides. Also 4 Sachen zusammen. Ich bin gespannt, wie es wird. Ihr wisst, ich bin dann manchmal auch etwas verplant, aber ich gebe mir ganz, ganz, ganz viel Mühe. Fangen wir an mit der Karte. Und zwar ist das diese Karte. Wartet mal, wir brauchen zwei Ballone. Das ist ja hier so Kraftpapier. Ach, ich habe euch die Farben gar nicht gesagt, aber es ist Gold, Kraftpapier. Gibt es noch eine andere Farbe?
Grundweiß, Savanne, Espresso, Gold und Kraftpapierfarben. Genau. So, zwei Ballone, die habe ich schon mal. Die Karte. Dann noch einen großen weißen Ballon. Ach, das hier sind zwei Sheets. Ich nehme mal bitte nur ein Sheet. So. Okay. Dann, das hier ist, das Goldene ist hier. Und dann brauchen wir unsere Kordel. Und wir stempeln erstmal. Ich schiebe mir das mal kurz hierher. Auf das Weiße kommt It's Your Birthday, also bei uns Du hast Geburtstag. Mit Espresso natürlich. Stempelkissen. Also, man muss einfach bloß ein bisschen gucken, aber ansonsten ist das halt echt cool. Und ich finde solche Sets, gerade wenn du jetzt noch ein Stempelkissen dabei hast, ein Stempelset dazu hast, ein Stempelkissen, ist das halt ein echt cooles Ding. Du hast Geburtstag. Jetzt habe ich ein bisschen geschmiert, aber das ist nicht das Problem, weil der Vorteil ist, die Dinger haben halt auch eine Rückseite. Fall ab. Genau. Ah, ihr hört's. Also, ich habe ja schon in dem einen Video gesagt, wenn ich nasal klinge, liegt das dran, dass ich verschnupft bin. Und das Ganze liegt jetzt einfach auch so, dass ich diese Videos hier gerade, ich habe gerade Videodrehmarathon. Also eigentlich sollte ich auf der Couch liegen nach meinem Mann. Aber ich drehe Videos. Die Ballons. Da machen wir jetzt hier so einen schönen Streifeneffekt. Oh, ist das cool. Ich liebe Streifen. Ihr wisst es, also wer mich kennt, weiß, dass ich Streifen liebe. Und dann machen wir noch die Punkte auf den anderen Ballon. Ah, das ist cool. Das ist echt witzig. So. Das ist erstmal die Stempelarbeit, die wir jetzt brauchten. Da kann der erstmal zu. Nee, halt, stimmt nicht. Das ist die Karte und wir brauchen die Punkteaufleger. Warte mal, wo haben die sich denn versteckt? Hier. Genau, das kommt ja hier drauf. Und hier brauchen wir noch die, müssen wir noch mit dem die Ballone stempeln, also hier den, da nehme ich mal meinen schmalen Stempelkissen, weil das finde ich dann hier dann doch einfach angenehmer. Und dann lege ich mir das mal ungefähr wie ich es denn haben möchte. Stempel ich es mal doppelt und hier so, so dass wir diese drei, es sind windschiefe Ballone, wie ihr seht, Ballons. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Wir tun Falzen, die Karte. Die sollen wir auch mit Dimensionals aufkleben. Okay. Also. Die machen jetzt hier nur 5 Stück. Da bin ich ja immer ein bisschen skeptischer, aber ich mache es jetzt erstmal. Das sind 6 Stück, weil ich ja da immer lieber ein bisschen mehr klebe. Einfach damit die Stabilität mehr ist. Dann kleben wir das hier drauf. Und dann kommen die Ballone. Ballons? Warum sage ich denn immer Ballone? Das sind Ballons. Die klebe ich erstmal auf. Also ich klebe vor allen Dingen erstmal die beiden auf. Und den lege ich erstmal noch so hin.
Wir brauchen ein Stück Kordel. Was haben Sie hier gesagt? 15 cm. Also für eine Schleife halt. Solltet ihr irgendwelche Bumsgeräusche hören oder Bumpergeräusche, das ist mein Sohn, der hat so ein Air Jumper, ein Jump Air Softball, keine Ahnung. Es ist so ein Sprungball. Und der ist gerade halt mega cool und mega trendy und mit dem spielen wir jetzt die ganze Zeit rum. Jo, das mit der Schleife war ja super. Wir machen das Ganze nochmal. Einmal rechts, einmal links, einmal rum. So, Schleifchen ist gebunden. Ihr wisst ja, ich bin jetzt nicht der Fan von Schleifen, aber auch ich lerne ja. Das schneiden wir hier mal ein Stückchen ab. So, und dann brauchen wir noch den goldenen Aufkleber von diesem Glitzergeflitzer. Den klebe ich jetzt einfach hier drunter. Dann klebe ich den Ballon auf. Und die Schleife, dafür nehme ich mir natürlich ein Gludot. Und ich knupple mir das so ein bisschen zusammen. Setz das hier drauf und setz dann hier drauf die Schleife. Und dann haben wir die erste Karte fertig. Und ich finde, das ist sehr, sehr schön. Also ich mag halt, doch, es ist ein schöner Geburtstag. Gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Bisschen windschief, die Ballons, aber an dem Tag war es halt windig. Ne? So muss man das mal sehen. Dann machen wir mal die zweite Karte. Die finde ich natürlich auch sehr, 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 sehr schick. Dazu brauchen wir diese Version. Das ist ja cool. Wir brauchen das da. Dann von den goldenen Streifen ein Streifen. Und wir brauchen den Spruch viel Glück und Torte, weil Happy Cake Day heißt ja für mich, übersetzt jetzt mal viel Kuchen, also viel Glück und Torte. Dann nehme ich wieder mein Espresso. Und stempel das hier auf den ausgestanzten Banner. Und wir brauchen noch den Spruch. Nee, wir brauchen noch diese Glitzer, also diese Elemente. Dafür nehme ich aber lieber meinen kleinen Block. Also, das geht auch mit dem großen Block, aber ich finde es natürlich mit diesem kleinen Block einfach eleganter. Und dann setzen wir die hier direkt auf diese Karte, so wie das in der Anleitung vorgegeben ist. Oh, ich fürchte, ich muss gleich mal niesen. Gesundheit, Dankeschön. Dankeschön. Und jetzt haben wir ja hier diese Kerzenflammen. Und die kleben wir, hab Farbe am Finger, seht ihr das? Und die kleben wir jetzt einfach hier auf. Oh, das sieht schön aus, ey, wenn die so gold, ey, das ist wirklich toll, finde ich super, finde ich echt, echt super. So. Auf das Kleine. Da sollen Gludots drauf. Okay.
Da würde ich aber hier das Randstück nehmen, beziehungsweise ich habe hier noch Randstück von meinen Gluten und setze dann lieber erstmal die auf. Und klebe. Oh, ich hätte beinahe was vergessen. Seht ihr das? Ihr müsst ja, ich brauche ja noch das da und nehme den Rand raus, also das Innenteil raus. Und das kommt ja hier noch auf die Karte drauf. Huhu. Ich habe mich schon gewundert, warum ist denn das so einfarbig und das nicht? Da nehmen wir natürlich auch wieder Dimensionals und setzen die hier schön auf. Also jetzt nehme ich wirklich mehr, weil, also sorry, aber ich will ja, dass das hält, dass das nicht durchgeht. Deswegen nehme ich jetzt hier einfach mehr. Fuddle mir die Träger ab. Und setze mir das jetzt hier schön auf meine Karte. Das sieht echt toll aus. Das ist wirklich, das sieht echt, echt toll aus. Jetzt kommt mein kleiner Streifen. Den setze ich mir jetzt hier unten dran. Und da drauf kommt dieser Spruch. Und den haben sie mit Kleber festgeklebt. Also die haben die Kludots genommen. Ich nehme jetzt hier mal den Kleber. Und dann muss ich mir mal kurz Nase putzen. Das schneide ich natürlich dann raus. So, während wir das antrocknen lassen, schnaub ich mir mal schnell die Nase. Ich weiß, dass die hier noch eine Schleife angesetzt haben, hier an der Seite. Aber die ist eh so versteckt. Deswegen lasse ich die jetzt einfach gemeinerweise weg. Ich hasse Schleifen, das wisst ihr. Und ich in meinen Karten selten Schleifen als Projekt habe. Deswegen lassen wir die jetzt einfach weg und sagen, Karte Nummer 2 ist fertig. Und die ist echt, echt, echt schick. Muss ich wirklich sagen. Bin ich sehr, 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 sehr begeistert. So, Karte fertig. Dann widmen wir uns jetzt noch den Anhängern. Die sind auf einem Sheet, das ist doch super. Dann fangen wir mal an mit dem ersten Anhänger. Das ist der Cupcake. Dazu brauche ich einmal den goldenen Cupcake. Ah, und jetzt brauchen wir auch das. Dann brauchen wir die Mütze. Wir brauchen einen goldenen Stern. Einen goldenen Stern. Wisst ihr, was mich gerade irritiert? Ach so, warte. Nein, ich bin nicht irritiert. Genau, wir brauchen noch diesen. Hier ist der Anhänger. Gott, das ist ja. So, und auf den stempeln wir hier erstmal das Wort you. Also du. Haben wir du? Nee, wir haben Hurra. Also stempeln wir Hurra drauf. Natürlich wieder mit Espresso, ist klar. Erstmal stempeln. Das stempeln wir hier einfach drauf. Hurra! Okay. Dann ist hier so ein kleines Anhängerteilchen. Und da kommt eine Schleife. Da schneiden wir uns wieder ein Stückchen ab. Und ich würde das erstmal durchfütteln.
So. Und für mich sind ja Schleifen nun echt was, was ich nicht mag. Deswegen mache ich dann immer erstmal hier einen Knoten rein. Und jetzt kann ich meine Schleife binden. Und zwar einfach, ich mache quasi zwei Hasenohren, lege die übereinander und das eine Öhrchen durch das andere Öhrchen und fertig. Und schon haben wir ein Schleifchen. Nicht schön, aber selten. So, dann kommt das zum Einsatz. Und das wird hier durchgesteckt. Seht ihr das? Hier ist ein Schlitz. Und da steckt ihr den hier durch. Boah, es ist jetzt aber nicht so, dass ich jetzt denke, es geht ganz easy. So, da kommt der durch. Den fixieren wir hier unten. Die haben es mit einem Glue-Dot fixiert. Ich fixiere sowas tatsächlich gerne mit einem Klebeband. Und auf dem Stern fixieren wir das auch. Und da würde ich jetzt tatsächlich einen Glue-Dot nehmen, weil ich glaube, ein Klebeband ist hier an der Stelle bei dem Stern echt doof. Tun wir das mal ein bisschen einwulsten. Und dann haben wir hier den Cupcake. Jetzt nehmen wir Glue-Dots, nee, Dimensionals. Man muss sich auch ein bisschen konzentrieren, ne? Also so ist es nicht. Aber das macht ja auch Spaß an diesen Kreativsets. Also ich finde, es wäre auch langweilig, wenn es jetzt so bum, 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 bum. Ne, man muss schon ein bisschen gucken. Und das macht ja auch den Reiz aus. Da kommt der Cupcake, also die Krone vom Cupcake drauf. Und wo ist jetzt mein Unterteil? Das ist hier, auch hier für ein paar Glue-Dots. Und das setzen wir dann so drüber. Na, sehr cool. Und dann habt ihr hier einen hübschen kleinen Geschenkanhänger in Gold und Weiß. Das ist süß. Das ist doch echt niedlich. Sehr süß. Und dann machen wir mal noch den letzten Geschenkanhänger. Und ich glaube, dann bin ich erstmal fertig für das Video drehen. Oh. So, dafür nehme ich mir diesen. Ich nehme mir so ein braunes Schild. Ich nehme mir zwei wundervolle Kerzen. Und ich brauche noch so ein weißes Schild. Wapsa, da flog was runter, das ignorieren wir erstmal. Okay, auf dieses weiße Schild kommt der Spruch: It's your birthday, du hast Geburtstag. Wo ich ja viel Glück und Kuchen ist ja mein Liebling. Du hast Geburtstag. Ich finde die Schriftart auch sehr schön. Also finde ich wirklich, ist einfach nur cool. Wo ist das Stempelset? Da. So. Das kommt mit Kleber hier auf das Schild. Dann können wir das schon mal aufkleben. Dann kann das nämlich schon mal ein bisschen anziehen in Ruhe. Und hier können wir schon mal im Hintergrund Dimensionals draufkleben. Und ehrlich, ich nehme immer lieber mehr als zu wenig. So, die Kerzen, die kleben wir auch direkt drauf. Und die einfach so ein bisschen schräg hier. So, dass die in die Mitte von dem Feuerwerk kommen quasi. Das soll so dieses Zünden der Kerze wahrscheinlich darstellen. Deswegen, jetzt nehmen wir wieder zwei von unseren tollen Kerzenleuchten. Und dann
unseren Spruch. Hier haben wir wieder ein Schleifchen. Und da mache ich es mir bei so einem Anhängerschleifchen eigentlich immer ganz einfach. Dann nehme ich mir so ein Stück, lege das halb, also so, dass ich hier oben schon eine Schlaufe habe, fittle die beiden zusammen durch. Das ist bei so diesen dünnen Leinfaden immer ein bisschen schwierig oder Kordel. Und dann ziehe ich das hier so durch, dann habe ich hier schon mal meinen Knoten und dann mache ich einfach hier oben noch mal einen Knoten. Und schon habe ich eine schöne Anhängerschleife. Also für mich eine schöne Lösung, mit der ich sehr gut leben kann. So, jetzt zeige ich euch nochmal die zwei Anhänger und die zwei Karten. Ich finde es echt cool. Das ist ein Set, was viel Spaß machen wird. Mit einer aufstehenden Karte hier. Die ist ja sehr... Aber ich finde, das ist ein schönes Set und gerade Geburtstagsgrüße kann man immer verschenken. Wenn man dann vor allen Dingen noch Anhänger dazu hat, finde ich, kann man hier viel, viel draus machen. Und ihr müsst ja die Ideen nicht umsetzen, so wie Stampin' Up! Das vorgibt. Aber ich möchte gerade in dem Video, wenn ich euch das vorstelle, einfach zeigen, so sollte es aussehen. So hat sich Stampin' Up! Das Design gedacht und ich finde das Design tatsächlich wunderschön. Alles klar, ihr kriegt am Freitag euer nächstes Kreativvideo und ich freue mich, wenn wir uns da wiedersehen. Danke fürs Zuschauen, habt Spaß am Basteln, habt Spaß am Kreativsein. Bis dann, ciao!